In diesem Video soll es um den Satz über rationale Nullstellen gehen. Was ist damit gemeint? Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich schon mal im Zusammenhang mit Polynomen gesehen haben. Ich will das mal in etwas allgemeinerer Form formulieren. Sie haben es mit einem Polynom zu tun, mit so einem wie dem hier, und Sie wollen die Nullstellen dieses Polynoms rausbekommen. Der Satz sagt etwas aus über Polynome, bei denen alle Koeffizienten, also in diesem Fall die grün markierten Zahlen hier, 3, minus 8, 10 und minus 4, bei denen alle Koeffizienten ganze Zahlen sind. Und der Satz besagt das Folgende. Wenn es eine rationale Nullstelle gibt, die kann man dann ja als P durch Q schreiben, in gekürzter Form, das heißt, der Zähler und der Nenner P und Q sind teilerfremd. Wenn es also so eine rationale Nullstelle gibt, dann teilt der Zähler P das Absolutglied, in diesem Fall also minus 4, und der Nenner Q teilt den Leitkoeffizienten, in diesem Fall also die 3. Also P muss minus 4 teilen, das heißt P muss einer der Werte 1, minus 1, 2, minus 2, 4 oder minus 4 sein, und Q muss 3 teilen, das heißt Q muss eine der Zahlen 1, minus 1, 3 oder minus 3 sein. Zum Beispiel könnte P minus 1 sein und Q 3, dann wäre die Lösung minus 1 Drittel. Oder P könnte 4 sein und Q 1, dann wäre die Lösung 4. Oder P könnte 2 sein und Q 3, dann würden wir 2 Drittel bekommen. Und es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Ob das wirklich eine Lösung ist, müssen Sie natürlich ausprobieren, zum Beispiel mit dem Horner-Schema. Aber der Satz sagt, wenn Sie eine rationale Nullstelle finden, dann muss es eine von denen sein, die sich durch entsprechende Kombinationen von P und Q ergeben. In diesem Fall würde zum Beispiel als Lösung 2 Drittel rauskommen, wie man durch Rumprobieren herausfinden kann. Und wenn Sie jetzt eine Nullstelle haben, dann haben Sie einen Linearfaktor, x minus 2 Drittel, und können das ursprüngliche Polynom ganz oben stets noch durch diesen Linearfaktor teilen. Dann kommt raus 3x² minus 6x plus 6. Und jetzt können Sie natürlich weitermachen auf der Suche nach Nullstellen. Und in diesem Fall müsste der Zähler des Bruchs 6 teilen und der Nenner müsste 3 teilen. Und da gäbe es auch wieder einen ganzen Haufen Kandidaten. 2, 1 Drittel, minus 2 Drittel, minus 3 und so weiter. Sie werden allerdings feststellen, dass keine von diesen rationalen Zahlen Nullstelle von diesem Polynom ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man auch nicht vergessen darf. Da oben ist es noch unterstrichen, da steht wenn. Wenn es eine rationale Nullstelle gibt, dann kann man diesen Satz anwenden. Es muss aber keine rationalen Nullstellen geben, denn wir wissen ja, dass Nullstellen auch irrational sein können und insbesondere können sie auch echt komplexe Zahlen sein. Und in diesem Fall sind die weiteren Nullstellen, die man rausbekommen würde, 1 plus i und 1 minus i und das war es dann auch. Wenn Sie es insbesondere mit einem Polynom zu tun haben, bei dem der Leitkoeffizient 1 ist, wie hier in diesem Fall, 1 mal x hoch 3, man spricht dann auch von monischen Polynomen, dann sieht die Situation sogar noch ein bisschen schöner aus, weil in diesem Fall natürlich gelten muss, wenn ich eine Nullstelle p durch q habe, dann muss q den Leitkoeffizienten teilen, das heißt q muss 1 teilen und das heißt natürlich q muss 1 sein. Das bedeutet, dass p durch q einfach p ist. Das heißt, wenn wir eine rationale Nullstelle haben, dann ist es eine ganze Zahl. Und natürlich muss weiterhin diese ganze Zahl ein Teiler des Absolutgliedes sein. Also in diesem Fall ein Teiler von 6 bzw. minus 6. Es gibt also nur noch sehr wenige Lösungen, die man ausprobieren muss. In diesem Fall wären das die Teiler 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3, 6 und minus 6. Und in diesem speziellen Fall wäre 3 eine Lösung, die wir finden würden. Also hier nochmal die Aussage in allgemeiner Form. Ich habe ein Polynom, das würde ganz allgemein so aussehen, a n x hoch n plus a n minus 1 x hoch n minus 1 und so weiter, bis a 1 x hoch 1 plus a 0 x hoch 0. Der vordere Koeffizient ist so gemeint, der Leitkoeffizient, dass der nicht 0 ist, sonst würde man es ja nicht Leitkoeffizient nennen, also a n ist ungleich 0 und alle Koeffizienten a 0 bis a n sind ganze Zahlen. Wenn es dann eine Zahl p geteilt durch q gibt, die Nullstelle von f ist, mit der Eigenschaft, dass Zähler und Nenner p und q ganze Zahlen sind, die teilerfremd sind, dann
ist der Zähler ein Teiler von A0 und der Nenner Q ist ein Teiler von AN. Und wir wollen uns jetzt überlegen, warum das so ist. Zunächst mal eine kleine Erinnerung. Wenn ich mit den Zahlen P und Q von oben die Situation habe, dass P ein Produkt A mal Q teilt, dann folgt daraus, dass P A teilen muss. Das liegt daran, dass P und Q teilerfremd sind. Denn wenn irgendeine Primzahl ein Teiler von P ist, dann muss diese Primzahl ja ein Teiler von A oder ein Teiler von Q sein. Und ein Teiler von Q kann sie nicht sein, weil sonst ja P und Q nicht teilerfremd wären. Zum Beispiel 3 und 7 sind teilerfremd, also P3, Q7. 3 teilt 42, das ist 6 mal 7, also irgendwas mal Q. Und da 3 die 7 nicht teilen kann, muss 3 die 6 teilen. Und ein Gegenbeispiel, wenn wir zum Beispiel P gleich 4 und Q gleich 6 haben, dann sind die beiden nicht teilerfremd, weil ihr größter gemeinsamer Teiler 2 ist. Und da hätten wir zum Beispiel die Situation 4 teilt 12, 12 ist 2 mal 6, aber das heißt noch lange nicht, dass 4 2 teilen muss. Das liegt daran, dass die 4 sozusagen teilweise die 2 teilt und teilweise die 6. So, jetzt aber zur eigentlichen Begründung. Ich zeige das mal an einem konkreten Polynom, nämlich an dem, mit dem wir vorhin angefangen haben. Das funktioniert genauso mit jedem anderen Polynom und ich denke, es ist übersichtlicher, als wenn ich jetzt die ganze Zeit mit an, an-1 und so weiter herumarbeite. Wenn ich so eine Nullstelle p durch q habe, wie in dem Satz, dann kann ich die in mein Polynom einsetzen und das einfach ausrechnen. Das heißt, in diesem Fall würden wir bekommen, ich setze p durch q ein, 3 mal x hoch 3 wird zu 3 mal p hoch 3 durch q hoch 3, minus 8 mal x Quadrat wird zu minus 8 mal p Quadrat q durch q Quadrat und so weiter. Das Ganze ist 0. Jetzt möchte ich die Brüche loswerden, also multipliziere ich mit dem größten Nenner, in diesem Fall mit q hoch 3, auf beiden Seiten der Gleichung und ich bringe auch gleich die minus 4 auf die andere Seite. Wenn ich also zum Beispiel diesen Term mit q hoch 3 mal nehme, dann kommt das raus. Wenn ich diesen Term mit q hoch 3 mal nehme, dann kommt das raus und so weiter. Und diese minus 4 habe ich auf die andere Seite gebracht, darum steht die jetzt hier. Nachdem ich die Brüche jetzt also losgeworden bin, stehen links und rechts vom Gleichheitszeichen nur noch ganze Zahlen. Jetzt fällt mir auf, dass auf der linken Seite in jedem Summanden mindestens einmal p als Faktor vorkommt, also kann ich p ausklammern, was ich hiermit gemacht habe. Da steht nun aber, p mal irgendwas ist 4q hoch 3. Und das bedeutet natürlich, p teilt 4q hoch 3. Und nach dem, was wir uns gerade am Anfang überlegt haben, heißt das, p teilt 4, weil p ja nicht q hoch 3 teilen kann. Aber das war unsere 4 von oben, das Absolutglied von unserem Polynom. Und damit haben wir den ersten Teil der Behauptung schon bewiesen. Der Zähler unseres Bruches teilt das Absolutglied. Und jetzt machen wir fast dasselbe nochmal. Wir arbeiten wieder mit der Gleichung, die wir erhalten haben, durch Multiplikation mit q hoch 3. Also es geht wieder nur um ganze Zahlen. Nur, dass wir diesmal den vorderen Teil allein auf eine Seite der Gleichung gebracht haben. Also links steht 3 mal p hoch 3 und rechts steht der Rest. Und Sie ahnen schon, wie es weitergeht. Jetzt kann man auf der rechten Seite q ausklammern, weil in jedem Term mindestens einmal der Faktor q vorkommt. Das bedeutet aber, q teilt 3 mal p hoch 3. Und mit der gleichen Begründung wie eben bedeutet das, q teilt 3. Und die 3 ist natürlich unser Leitkoeffizient. Das heißt, der Nenner q teilt den Leitkoeffizienten und damit haben wir den Beweis fertig. Eigentlich sind wir ja fertig, aber ich würde die Aussage gerne nochmal auf eine andere Art beweisen, weil sie nämlich eigentlich nur der Spezialfall einer wichtigeren Aussage ist, die man das Lemma von Gauss nennt. Wenn Sie auf Wikipedia nachschauen, werden Sie sehen, dass es verschiedene Lemmata gibt, die man Lemma von Gauss nennt. Und hier geht es um das Lemma von Gauss für Polynome. Hier als Beispiel zwei Polynome. Und was wir natürlich schon wissen ist, dass man Polynome addieren, subtrahieren und multiplizieren kann. Hier habe ich zum Beispiel mal Summe und Produkt von zwei Polynomen gebildet und wir erinnern uns auch, dass beim Produkt sich als Grad des Produktes die Summe der Grade der beiden Faktoren ergibt. Also p hat den Grad 4, q hat den Grad 3, darum hat das Produkt p mal q den Grad 7.
Und man kann Polynome auch dividieren. Die beiden Polynome p und q habe ich hier zum Beispiel mal dividiert. Wenn man p von x durch q von x teilt, dann ergibt sich x plus 3 mit dem Rest 8x² minus 40x plus 48. Und das ist alles im Prinzip wie bei den ganzen Zahlen. Da habe ich auch eine Division mit Rest. Zum Beispiel 42 geteilt durch 5 ist 8 Rest 2. Bei den ganzen Zahlen ist es so, dass der Rest, in diesem Fall 2, immer kleiner als der Divisor ist. Also 2 ist kleiner als 5, beziehungsweise der Rest ist kleiner als der Betrag des Divisors, falls wir durch negative Zahlen teilen. Und bei den Polynomen ist es ein kleines bisschen anders. Da ist es so, dass der Grad des Restes immer kleiner ist als der Grad des Divisors. Also in diesem Fall ist der Rest 8x² und so weiter, hat den Grad 2. Und der Grad 2 ist kleiner als der Grad des Divisors, also der Grad von q von x, da ist der Grad nämlich 3. 2 ist kleiner als 3. Das Ergebnis der Division gerade kann ich natürlich auch anders hinschreiben. Ich kann hinschreiben, p von x kann man darstellen als x plus 3 mal q von x plus der Rest, den ich oben ausgerechnet habe. Das ist auch wie bei den ganzen Zahlen und vielleicht erinnert Sie das an was. Es gibt nämlich bei den ganzen Zahlen den berühmten euklidischen Algorithmus und den gibt es auch für Polynome. Ich kann nämlich an dieser Stelle einfach weitermachen. Wenn ich den Rest, den ich rausbekommen habe, zum Beispiel r von x nenne, dann kann ich als nächstes q von x durch r von x teilen und bekomme das, was man in der nächsten Zeile sieht. Q von x ist irgendein Polynom ersten Grades mal r von x. Wieder plus ein Rest. Der Rest hat den Grad 1, hat also einen kleineren Grad als r. R hat ja Grad 2. Und jetzt dividiere ich r durch diesen Rest und diesmal geht es auf. Das heißt, r von x geteilt durch x minus 3 hat keinen Rest mehr. Und was das bedeutet ist, dass ich, genau wie beim euklidischen Algorithmus für ganze Zahlen, den größten gemeinsamen Teiler von den Polynomen p und q ausgerechnet habe. Dieser letzte Rest, den wir eben ausgerechnet haben, das x minus 3, ist nämlich ein Polynom, durch das man p von x und q von x beide dividieren kann, ohne dass es einen Rest gibt, wie man da unten nachrechnen kann. Und wenn man das überträgt in die gleiche Sprache, die wir auch für die ganzen Zahlen benutzen, dann bedeutet das, x minus 3 ist ein Teiler von p von x und x minus 3 ist ein Teiler von q von x. Und es ist tatsächlich der größte in dem Sinne, dass jeder andere Teiler, also jedes andere Polynom, was sowohl p von x als auch q von x teilt, auch x minus 3 teilen muss. Und wie bei den ganzen Zahlen können wir den euklidischen Algorithmus auch umkehren. Das heißt, es gibt auch für Polynome einen erweiterten euklidischen Algorithmus. Wir können zum Beispiel mit der Zeile, die ich oben als römisch 2 markiert habe, anfangen und können den Rest x minus 3 darstellen als q von x minus 1 Achtel x minus 1 Viertel mal r von x, einfach auf die andere Seite gebracht. Und dann setzen wir im nächsten Schritt für r von x das ein, was wir in der ersten Zeile erhalten haben, in der Zeile römische 1, und rechnen das Ganze einfach aus und erhalten dann, wie wir es schon kennen, dass wir den größten gemeinsamen Teiler als Linearkombination der beiden Polynome darstellen können, mit denen wir angefangen haben. Der einzige Unterschied ist, dass die Faktoren dieser Kombination natürlich jetzt nicht Zahlen, sondern Polynome sind. Man kann also mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass sich beim Rechnen die Polynome so verhalten wie die ganzen Zahlen. Und eine Frage, die man sich dann stellen könnte, ist natürlich, bei den ganzen Zahlen gibt es ja ganz besondere Zahlen, nämlich die Primzahlen, die Atome, aus denen alle anderen Zahlen zusammengesetzt sind. Wie ist das bei den Polynomen? Was sind die Primzahlen bei den Polynomen? Das macht man im Prinzip genau wie bei den ganzen Zahlen. Die Zahlen, die keine Primzahlen sind, die sogenannten zusammengesetzten Zahlen, sind solche Zahlen, die sich als Produkt von zwei kleineren Zahlen darstellen lassen. Zum Beispiel 42 ist keine Primzahl, sondern eine zusammengesetzte Zahl, weil sie sich darstellen lässt als Produkt von 6 und 7, die beide kleiner als 42 sind. Bei den Polynomen wäre das Pendant ein Polynom, was sich darstellen lässt als Produkt von zwei Polynomen, die beide einen kleineren Grad haben. Hier haben wir ein Beispiel. Links haben wir ein Polynom dritten Grades und das lässt sich darstellen als Produkt von zwei anderen Polynomen. Das eine hat den Grad 2, kleiner als 3,
und der andere Faktor hat den Grad 1 auch kleiner als 3. Produkte, die man so in Faktoren zerlegen kann, nennt man reduzibel. Und entsprechend nennt man Produkte, die man nicht so in Faktoren zerlegen kann, irreduzibel. Polynome, die auf jeden Fall immer irreduzibel sind, sind Polynome vom Grad 1, zum Beispiel sowas wie x minus 3. Denn Polynome, die einen noch kleineren Grad haben, müssten ja den Grad 0 haben. Und wenn ich zwei Polynome vom Grad 0 miteinander multipliziere, also zwei konstante Polynome, kommt natürlich wieder ein konstantes Polynom raus. Da kann nicht ein Polynom vom Grad 1 rauskommen. Also Polynome vom Grad 1 sind auf jeden Fall irreduzibel. Gibt es noch weitere irreduzible Polynome? Also gibt es Polynome, die irreduzibel sind und deren Grad größer als 1 ist? Die Antwort hängt davon ab, welche Gesamtmenge von Polynomen ich betrachte, das heißt, welche Koeffizienten ich für meine Polynome zulasse. Das Polynom x² plus 4, das hat Grad 2, kann ich zum Beispiel darstellen als das Produkt der beiden Polynome x minus 2i und x plus 2i, die beide den Grad 1 haben. X² plus 4 ist also reduzibel. Allerdings sollte man dabei beachten, dass 2i und minus 2i natürlich komplexe Zahlen sind, sodass die beiden Polynome auf der rechten Seite Polynome mit komplexen Koeffizienten sind. Das Polynom auf der linken Seite hingegen ist ein Polynom, das nur ganzzahlige Koeffizienten hat, die man natürlich auch als komplexe Koeffizienten betrachten kann. Man kann also sagen, wenn ich das Polynom x² plus 4 betrachte als Polynom mit komplexen Koeffizienten, dann ist es reduzibel, also reduzibel über c, der Menge der komplexen Zahlen sozusagen. Aber wie ist es, wenn ich mich auf ganze Zahlen beschränke? Wenn ich sage, links habe ich ein Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten, kann ich das auch zerlegen als Produkt von zwei Polynomen auf der rechten Seite, die auch nur ganzzahlige Koeffizienten haben, also sodass a und b ganze Zahlen sind. Und es stellt sich heraus, dass das nicht geht. Also dieses Polynom, von dem wir eben gesagt haben, dass es reduzibel über c ist, ist irreduzibel über z. Man muss also genau aufpassen, worüber man redet und aus welchem Bereich die Koeffizienten kommen. Im gewissen Sinne ist die Frage, ob ein Polynom reduzibel ist über c, über der Menge der komplexen Zahlen, total langweilig. Denn wenn wir uns an den Fundamentalsatz der Algebra erinnern, der besagt ja, jedes Polynom über c, dessen Grad mindestens 1 ist, zerfällt in Linearfaktoren. Hier habe ich mal ein Beispiel angegeben. Und das heißt, mit den neuen Begriffen, die wir uns gerade überlegt haben, über c ist jedes Polynom, dessen Grad größer als 1 ist, reduzibel. Also, wie gesagt, im gewissen Sinne ist das langweilig. Darum werden wir uns mit anderen Polynomen beschäftigen, mit Polynomen zum Beispiel, deren Koeffizienten nur rationale Zahlen sein dürfen oder deren Koeffizienten nur ganze Zahlen sein dürfen. Wie ich schon sagte, die wichtigste Eigenschaft der Primzahlen ist, dass die Primzahlen die Atome der ganzen Zahlen sind. Das besagt ein weiterer Fundamentalsatz, der Fundamentalsatz der Arithmetik, den Sie hoffentlich auch kennen. Jede positive ganze Zahl lässt sich eindeutig als Produkt von Primzahlen darstellen. Eindeutig, in Klammern, bis auf die Reihenfolge. Denn bei der Multiplikation kommt es ja auf die Reihenfolge nicht an. Aber abgesehen davon ist die Zerlegung in Primzahlen eindeutig. Zum Beispiel die Zahl 90 lässt sich zerlegen als Produkt der Primzahlen 2 mal 3 mal 3 mal 5. Und wie ist das bei den Polynomen? Spielen die irreduziblen Polynome bei den Polynomen eine ähnliche Rolle oder sogar die gleiche Rolle wie die Primzahlen bei den ganzen Zahlen? Fast. Hier haben wir ein Beispiel. Links steht ein Polynom zweiten Grades und rechts haben wir dieses Polynom dargestellt als Produkt von zwei Polynomen ersten Grades, also als Produkt von zwei irreduziblen Polynomen, sozusagen von zwei Primzahlen. Und wenn es ein Pendant zum Fundamentalsatz der Arithmetik gäbe, dann wäre dies die einzige Möglichkeit, bis auf die Reihenfolge der Faktoren, das Polynom links als Produkt von zwei irreduziblen Polynomen darzustellen. Das stimmt aber nicht ganz, denn so geht es zum Beispiel auch. In beiden Fällen kommt dasselbe Polynom raus. Wenn Sie aber genau hinschauen, dann werden Sie sehen, dass
der obere linke Faktor 2x plus 6 und der untere linke Faktor x plus 3 sich nur dadurch unterscheiden, dass der eine das Doppelte des anderen ist. Das gleiche gilt für die beiden rechten Faktoren x minus 1 und 2x minus 2. Ich könnte es zum Beispiel auch so hinschreiben, indem ich den Faktor 2 rausziehe und das Ganze als Produkt von, wenn Sie so wollen, drei Polynomen darstelle, dem konstanten Polynom 2 und den beiden Polynomen x plus 3 und x minus 1. Also so etwas wie der Fundamentalsatz der Arithmetik gilt im Prinzip auch für Polynome. Das bedeutet, jedes reduzible Polynom lässt sich eindeutig als Produkt von irreduziblen Polynomen darstellen, mit der Einschränkung, wie bei den Primzahlen, bis auf die Reihenfolge und mit der zusätzlichen Einschränkung bis auf konstante Faktoren. Also bis auf solche Faktoren wie die 2 in unserem Beispiel. Die Zerlegung in irreduzible Polynome ist eindeutig, aber man kann mit konstanten Faktoren beliebig rumspielen und bekommt dadurch im gewissen Sinne lauter unterschiedliche Zerlegungen, die sich aber nicht substanziell unterscheiden. Das will ich Ihnen nicht beweisen, wie das geht, aber die ganze Theorie bis hierhin, der euklidische Algorithmus, das Dividieren, das Teilen und auch der Fundamentalsatz der Arithmetik, funktioniert im Prinzip genauso, wie es auch bei den ganzen Zahlen funktioniert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel verstanden haben, wie der Fundamentalsatz der Arithmetik bewiesen wird, dann haben Sie auch im Prinzip verstanden, wie das Ganze für Polynome bewiesen wird, weil Sie exakt dieselben Methoden anwenden. Jetzt haben wir alle Begriffe zusammen, die wir brauchen, um das Lemma von Gauß zu formulieren. Und jetzt ist es auch ganz kurz. Die Aussage ist, wenn ein Polynom irreduzibel über z ist, dann ist es auch irreduzibel über q. Was das bedeutet, kann man ganz gut an einem Beispiel sehen. Nehmen wir mal das Polynom x² minus 4x plus 2. Die Koeffizienten 1, minus 4 und 2 sind alles ganze Zahlen. Und man könnte sich jetzt fragen, kann man dieses Polynom zerlegen in Polynome kleineren Grades? Also ist dieses Polynom reduzibel über z? Das müsste dann ja so aussehen, dass man es darstellen kann in der Form x plus a mal x plus b, wobei a und b irgendwelche ganzen Zahlen sind. Wenn man das aber ausrechnet, dann kommt man auf x² plus a plus b mal x plus a mal b. Und das a mal b ist ja das Absolutglied, das müsste der 2 entsprechen. Und es gibt nicht viele ganze Zahlen, deren Produkt 2 ist. A und b könnten sein 1 und 2 oder sie könnten sein minus 1 und minus 2. Und das war es eigentlich schon. Und das beides kann man ausprobieren und man wird sehen, dass in beiden Fällen nicht das Polynom x² minus 4x plus 2 rauskommt. Das ist also ganz leicht nachgeprüft, dass das Polynom, um das es hier geht, offensichtlich irreduzibel über z ist. Nun könnte man denken, okay, über z klappt das Ganze nicht, aber wie wäre es damit q? Das heißt, wenn ich für a und b nicht nur ganze Zahlen zulasse, sondern irgendwelche Brüche, dann gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten für a und b irgendwelche Werte einzusetzen, nämlich unendlich viele. Und die kann ich ja schlecht alle durchprobieren. Das Lemma von Gauss sagt, ich brauche nicht weiter durchzuprobieren, weil es über z nicht geht, wird es auch über q nicht gehen. Bei diesem einfachen Beispiel bringt uns das Lemma nicht so viel, denn das ist eine quadratische Gleichung und wir können diese quadratische Gleichung mit der PQ-Formel einfach lösen. Und wir würden sehen, dass da zwei irrationale Lösungen rauskommen. Aber wenn wir jetzt von einem Polynom 3., 4., 5., 6., 7. Grades reden und mit irgendwelchen Methoden relativ einfach sehen können, dass wir zumindest keine ganzzahlige Zerlegung finden, dann wissen wir mit Hilfe des Lemmas von Gauss, dass wir auch keine rationale Lösung finden können. Also keine Zerlegung in Polynome kleineren Grades, deren Koeffizienten vielleicht rationale Zahlen sind. Um zu begründen, warum das Lemma von Gauss wahr ist, zunächst eine kleine Vorüberlegung. Ich multipliziere hier zwei Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten miteinander und ich habe mal markiert, dass in beiden Polynomen die meisten Koeffizienten durch 3 teilbar sind. Wir haben hier die Koeffizienten 3 und 6 und 9 und 3 und nochmal 6, die sind alle durch 3 teilbar. Aber in jedem der beiden Polynome ist mindestens ein Koeffizient, der nicht durch 3 teilbar ist. Und in beiden Polynomen habe ich jetzt jeweils den kleinsten
Koeffizienten markiert, der nicht durch 3 teilbar ist. Links ist das der Koeffizient 5 vor dem x, das ist auch der einzige Koeffizient, der nicht durch 3 teilbar ist. Rechts gibt es 2 Koeffizienten, die nicht durch 3 teilbar sind. Da habe ich auch den kleinsten genommen, nämlich d2 vor 2x². So, hier habe ich das Produkt mal ausgerechnet von diesen beiden Polynomen. Und wie vielleicht zu erwarten war, sind auch hier die meisten Koeffizienten durch 3 teilbar. Die habe ich auch wieder grün markiert. Es sind aber einige nicht durch 3 teilbar, nämlich die Koeffizienten 73 vor x hoch 3 und minus 22 vor x hoch 5. Und auch hier greifen wir uns den kleinsten nicht durch 3 teilbaren Koeffizienten raus, nämlich die 73. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die 73 zustande gekommen ist. Die 73 x hoch 3 kommt natürlich zustande, indem ich alle Monome links mit allen Monomen rechts multipliziere, bei denen insgesamt sich der Grad 3 ergibt. Dafür gibt es hier 3 Möglichkeiten. Und wir sehen, dass ich zum Beispiel 3x² mal 3x habe. Da ist mindestens einer der beiden Faktoren durch 3 teilbar, also ist das insgesamt durch 3 teilbar. Hinten habe ich minus 6 mal minus 9x hoch 3. Da ist auch mindestens einer der Faktoren durch 3 teilbar, also das ganze Ding durch 3 teilbar. Aber in der Mitte habe ich 5x mal 2x². Und da sind beide Faktoren, das sind nämlich die bösen, rot unterstrichenen von oben, nicht durch 3 teilbar. Also ist das ganze Ding nicht durch 3 teilbar. Und es war vorher klar, dass das passieren musste, weil die beiden rot unterstrichenen Terme ja so gewählt waren, dass sie jeweils die kleinsten Koeffizienten, also die Koeffizienten vor dem kleinsten Grad waren, die nicht durch 3 teilbar waren. Darum kann man sich überlegen, denken Sie mal drüber nach, muss es so sein, dass bei dieser Summe, bei der jetzt 73 x hoch 3 rauskommt, lauter Terme stehen, die durch 3 teilbar sind, bis auf einen. Das heißt, da kommt garantiert etwas raus, was nicht durch 3 teilbar ist. Also was wir hier gelernt haben, nur an einem Beispiel, aber ich hoffe, das ist deutlich geworden. Wenn ich 2 Polynome miteinander mal nehme und in dem einen Polynom ist mindestens ein Koeffizient, der nicht durch 3 teilbar ist, und in dem anderen Polynom ist mindestens ein Koeffizient, der nicht durch 3 teilbar ist, dann ist in dem Produkt auch mindestens ein Koeffizient, der nicht durch 3 teilbar ist. Und es ist hoffentlich offensichtlich, dass das nicht nur für 3 gilt, sondern auch für 5 oder 7 oder 11 oder überhaupt für irgendeine Primzahl. Und wenn wir die Aussage, die wir uns eben überlegt haben, umdrehen, dann kann man sie folgendermaßen formulieren. Wenn ich 3 Polynome f, g und h habe, die alle nur ganzzahlige Koeffizienten haben, und wenn sich f darstellen lässt als Produkt von g und h, und wenn alle Koeffizienten von f durch ein und dieselbe Primzahl p teilbar sind, dann müssen auch alle Koeffizienten von g durch p teilbar sein oder alle Koeffizienten von h müssen durch p teilbar sein. Denn, wie wir uns gerade überlegt haben, wenn dem nicht so wäre, dann hätten wir sowohl in g als auch in h mindestens einen Koeffizienten, der nicht durch p teilbar wäre. Und dann würden wir, wie wir es eben gerade mit der 3 gesehen haben, auch in f einen Koeffizienten mindestens bekommen, der nicht durch p teilbar ist. So, nach dieser Vorüberlegung können wir jetzt mit dem eigentlichen Beweis des Lemmas von Gauss anfangen. Wir machen das folgendermaßen. Wir stellen uns vor, wir haben ein Polynom f mit ganzzahligen Koeffizienten und dieses Polynom könnte man darstellen als Produkt von 2 anderen Polynomen, g und h, wobei g und h irgendwelche rationalen Koeffizienten haben können. Und wir wollen jetzt zeigen, dass man dann f auch als Produkt von 2 Polynomen darstellen kann, die ganzzahlige Koeffizienten haben. Dass also mit anderen Worten, bis auf Vorfaktoren, g und h eigentlich schon Polynome waren mit ganzzahligen Koeffizienten. Um anzudeuten, wie wir vorgehen, habe ich mal als Beispiel irgendwelche Fantasiepolynome genommen mit rationalen Koeffizienten, die jetzt für g und h stehen sollen. Natürlich ist das Produkt dieser beiden Polynome nicht ein Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten, aber das soll jetzt nur als Beispiel dienen. Die Idee ist hier, dass wir uns die Nenner von den ganzen Brüchen anschauen, die hier als Koeffizienten auftauchen. Also in diesem Fall sind die Nenner 4, 5, 7, 10 und 3. Und dann nehmen wir deren kleinstes gemeinsames Vielfaches, was in diesem Fall 420 ist. Oder wenn wir zu faul sind, dieses kleinste gemeinsame Vielfache auszurechnen, dann multiplizieren wir einfach alle Nenner miteinander.
Was wir brauchen, ist einfach ein gemeinsamer Nenner. Und nun multiplizieren wir alles mit dieser Zahl, die ich hier n genannt habe, also in diesem Fall mit 420. Und schon haben wir aus unserem ursprünglichen Produkt ein Produkt von zwei Polynomen gemacht, die nur noch ganzzahlige Koeffizienten haben. Nur dass wir jetzt davor einen Vorfaktor haben, der dafür sorgt, dass wir diese ganzzahligen Koeffizienten wirklich bekommen. Diesen Trick in Häkchen werden wir jetzt auch in unserem Beweis anwenden. Und wir werden die Zahl, mit der wir multiplizieren, wie eben n nennen. Und die Polynome, die wir bekommen, die jetzt ganzzahlige Koeffizienten haben und die g und h ersetzen, werden wir g' und h' nennen. Das bedeutet, dass wir unsere ursprüngliche Gleichung f gleich g mal h ersetzt haben durch die Gleichung n mal f gleich g' mal h'. Und wir haben es jetzt mit drei Polynomen zu tun, die ausschließlich ganzzahlige Koeffizienten haben. Auf der rechten Seite stehen die beiden Polynome g' und h', die nur ganzzahlige Koeffizienten haben. Und auf der linken Seite steht das Polynom n mal f. F hatte vorher schon nur ganzzahlige Koeffizienten. Durch die Multiplikation mit der Zahl n haben wir jetzt ein Polynom auf der linken Seite, bei dem alle Koeffizienten sogar durch n teilbar sind. Das kommt uns natürlich bekannt vor, deswegen hatten wir ja unsere Vorüberlegung gestartet. Wir machen also jetzt das Folgende. Wir zerlegen n in seine Primfaktoren. Also n ist dann von der Form p1 mal p2 mal und so weiter. Und die pi sind alle Primzahlen. Unsere Gleichung von oben sieht also so aus, dass wir auf der linken Seite ein Polynom haben, bei dem alle Koeffizienten zum Beispiel durch die Primzahl p1 teilbar sind. Und nach unserer Vorüberlegung heißt das, dass deswegen alle Koeffizienten von g' durch p1 teilbar sein müssen oder alle Koeffizienten von h' durch p1 teilbar sein müssen. Wir greifen uns eins von beiden raus, das Polynom, für das es gilt. Das können wir uns jetzt hier aussuchen, das spielt keine Rolle, wir können die auch einfach umbenennen. Also gehen wir mal davon aus, dass zum Beispiel alle Koeffizienten von g' durch p1 teilbar sind. Mit anderen Worten, wenn ich alle Koeffizienten von g' durch p1 teile, dann ist das, was rauskommt, immer noch ein Polynom, das nur ganzzahlige Koeffizienten hat. Dieses Polynom nenne ich g2' und ich kann meine ursprüngliche Gleichung ersetzen, dadurch, dass ich auf beiden Seiten durch p1 kürze und ich habe es jetzt immer noch zu tun mit einer Gleichung, bei der links und rechts nur ganzzahlige Polynome auftauchen, also Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten, aber der Faktor p1 ist weg. Und jetzt können Sie sich schon denken, wie es weitergeht. Das Gleiche, was wir mit P1 gemacht haben, machen wir auch mit P2. Dadurch ersetzen wir wieder ein Polynom auf der rechten Seite durch ein anderes ganzzahliges, zum Beispiel G2' durch G3'. Dann machen wir dasselbe mit P3. Dadurch wird vielleicht H' durch H2' ersetzt. Und wir machen so lange weiter, bis alle Primfaktoren weg sind, auf der linken Seite nur noch F steht und auf der rechten Seite zwei Polynome stehen, die durch rein Multiplizieren von Primfaktoren aus g' und h' entstanden sind, also ursprünglich irgendwie aus g und h entstanden sind. Was wir jetzt erreicht haben, ist, dass wir eigentlich nur durch Multiplizieren umgeformt haben. Das heißt, wir hatten ursprünglich f gleich g mal h und jetzt haben wir ein bisschen hin und her multipliziert und wir haben jetzt dargestellt f in der Form g' mal h', wobei g' aus g entstanden ist, dadurch, dass wir g mit einem Faktor Alpha mal genommen haben und h' ist aus h entstanden, dadurch, dass wir h mit einem Faktor Beta mal genommen haben. Und wir haben jetzt f dargestellt als Produkt von zwei Polynomen, die nur ganzzahlige Koeffizienten haben. Und damit ist der Beweis des Lemmas von Gauss schon beendet. Hier nochmal ein kleines Rechenbeispiel für das, was wir eben gemacht haben. Wir haben hier ein Polynom fünften Grades, 10x hoch 5 plus 15x hoch 4 und so weiter, das nur ganzzahlige Koeffizienten hat. Und wir haben es dargestellt, Sie können das gerne nachrechnen und sollten es vielleicht auch tun zur Übung, als ein Produkt von zwei Polynomen, die irgendwelche rationalen Koeffizienten haben. 20, 21, 42, 5 und so weiter. Wenn wir diese beiden Polynome aber mit den richtigen Faktoren multiplizieren, in diesem Fall das linke Polynom mit 21 Zehntel und das rechte mit dem Kehrwert 10 21stel, dann werden aus den beiden Faktoren auf einmal Polynome, die nur noch ganzzahlige Koeffizienten haben. In dem Beweis, den wir gerade durchgeführt haben für das Gaußsche Lemma,
wäre das Polynom, mit dem wir angefangen haben, natürlich unser f gewesen. Die beiden Faktoren, in die wir das zerlegt hatten, wären g und h gewesen. Und die Zahlen, mit denen wir multipliziert haben, 21 Zehntel und 10 21stel, sind die, die wir am Ende Alpha und Beta genannt haben. Und eine Sache noch nebenbei, offensichtlich muss natürlich Alpha mal Beta gleich 1 immer gelten, weil sich ja durch die Multiplikation mit diesen beiden Zahlen die Gleichung nicht ändern darf. Das Lemma von Gauss ist eine wesentlich allgemeinere Aussage als der Satz über rationale Nullstellen vom Anfang, aber ich hatte Ihnen ja am Anfang auch versprochen, dass uns das Lemma von Gauss einen zweiten Beweis für den Satz über rationale Nullstellen liefern würde. Und den möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Wir haben also die Ausgangssituation, die wir schon kennen. Wir haben ein Polynom f mit lauter ganzzahligen Koeffizienten, insbesondere mit dem Leitkoeffizienten an und dem Absolutglied a0. Und wir haben eine Nullstelle, das ist eine rationale Zahl, p durch q, die wir so dargestellt haben, dass p und q teilerfremd sind. Das bedeutet aber, dass wir die Nullstelle als Linearfaktor x minus p durch q ausklammern können. Und das heißt, dass wir, wie man es hier sieht, f von x als Produkt von zwei Polynomen darstellen können, die natürlich, insbesondere wegen der Zahl p durch q hinten, zunächst mal Polynome mit rationalen Koeffizienten sind. Wir haben aber gerade gesehen, im Lemma von Gauss, dass wir, wenn wir mit entsprechenden Faktoren multiplizieren, diese beiden Polynome zu Polynomen mit ganzzahligen Koeffizienten machen können. Das heißt, wir finden zwei Zahlen Alpha und Beta, sodass, wenn wir links alle Koeffizienten mit Alpha multiplizieren und rechts beide Koeffizienten mit Beta, sodass dann beide Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten werden und, wie wir auch gesehen haben, Alpha mal Beta muss 1 sein. Außerdem muss natürlich die Zahl Beta mal p durch q hinten eine ganze Zahl sein. Das bedeutet, q muss ein Teiler von Beta sein, denn der Nenner muss ja wegfallen. Wenn ich nun die beiden Absolutglieder miteinander multipliziere, muss natürlich das ursprüngliche Absolutglied a0 wieder rauskommen. Das heißt, Alpha mal b0 mal Beta mal p durch q muss minus a0 sein. Beachten Sie das Minus vor dem Beta unten. Und wenn ich jetzt beachte, dass Alpha mal Beta gleich 1 ist, dass es also einfach wegfällt und das q auf die andere Seite bringe, dann habe ich, dass b0 mal p dasselbe ist wie minus a0 mal q. Das bedeutet, p auf der linken Seite teilt die rechte Seite, weil aber p und q teilerfremd sind, folgt daraus, dass p a0 teilt. Das ist die erste Hälfte von dem, was wir beweisen wollen. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal für den Leitkoeffizienten. Ich habe die drei Leitkoeffizienten hier grün unterstrichen. Damit die Gleichung aufgeht, muss gelten das Produkt der Leitkoeffizienten unten, also Alpha mal bn minus 1 mal Beta, muss der Leitkoeffizient oben, also an, sein. Wenn wir uns jetzt aber erinnern, dass q ein Teiler von Beta sein muss, wie wir uns schon überlegt haben, dann heißt das, dass q ein Teiler von an sein muss. Und damit ist der Satz über rationale Nullstellen ein zweites Mal bewiesen worden.